nur 4 Tage nach dem Pokalerfolg gegen den BFC Dynamo trifft unser FC Viktoria erneut auf den Berliner Rivalen. Am Mittwochabend waren sich beide Mannschaften ja 120 Minuten gegenübergestanden und nach Verlängerung siegte dann unsere himmelblaue Mannschaft und ist in das Pokalfinale eingezogen. Aber im Vergleich zum Mittwoch muss unser Trainer Jörg Goßler seine Startaufstellung umbauen. Timo Röcker ist gar nicht im Kader. Timo Gebhardt sitzt erstmal auf der Bank, genauso wie der stark angeschlagene Nick Schakowski, der am Mittwoch noch das entscheidende Siegtor erzielt hatte. Dafür beginnen heute Kaiser, Brandt und Ndoualu. Beiden Mannschaften ist zu Beginn die kräftezehrende Partie unter der Woche anzumerken. Trotzdem machen es unsere Himmelblauen gut und halten den Gegner weit weg vom eigenen Tor. Und nach einem Torwartfehler hat Ndoualu die Chance, bekommt aus spitzem Winkel den Ball aber nicht im Tor unter. Da fehlte gar nicht viel. Nach etwas mehr wie einer Viertelstunde Spielzeit sollten dann die Gäste das erste Mal offensiv in Erscheinung treten. Mit etwas Glück bleibt Otis Breustedt hier am Ball, kommt dann am zweiten Mann vorbei, kann mit seinem Abschluss unseren Torhüter Stefan Flauder aber nicht überwinden. Was die Spielanteile betrifft, da haben unsere Viktorianer in der ersten Halbzeit Vorteile. Nur wenn es dann Richtung gegnerischen Strafraum geht, da fehlt dann die letzte Präzision. Auch hier wollte der Ball von Timur Gajret nicht ankommen. Wir machen weiter mit einem Angriff des BFC über deren rechte Seite. Marcel Rasch kann dann nicht an der Hereingabe gehindert werden. Breustedt leitet den Ball weiter und Kemal Atici ist es dann, der die Gäste in Führung bringt. Mensch, ist das ärgerlich, das Tor hat sich nicht gerade abgezeichnet. Kemal Atici hat den BFC schon am Mittwoch in Front gebracht. Das Endergebnis ist ja aber auch bekannt, das sollte unserer Elf Mut machen. Und die versucht dann auch noch am besten vor der Halbzeitpause zum Ausgleich zu kommen. Und nach diesem Foul an Marco Schikora bekommt unser FC Viktoria einen Strafstoß zugesprochen. Schiedsrichter Robert Wessel hat das Einsteigen von Patrick Brendel geahndet, der hier rustikal an der Grundlinie zur Sache gegangen ist. Eigentlich sollte Timur Gajret den Elfmeter schießen, doch Raphael Brandt hat sich die Kugel geschnappt und überzeugt auch Gajret, dass er der richtige Mann ist. Als sich dann die Aufregung über den Elfmeterpfiff gelegt hat, steht Brandt bereit, läuft an und scheitert aber am Torhüter. Händel ist im richtigen Eck und hat den Ball gehalten. Die große Chance zum Ausgleich, sie ist dahin, so bleibt es beim Rückstand zur Pause. Also sofort weiter mit den zweiten 45 Minuten. Unsere himmelblauen Jungs spielen sofort nach vorne. Der erste Schuss von Daniel Kaiser wird geblockt, der zweite kommt dann aber gut. BFC-Schlussmann Händel lenkt den Ball über den Querbalken. Aber wie schon im ersten Durchgang macht unsere Elf das Spiel und die weinroten Gäste lauern auf Konter. Wieder geht es über die rechte Seite von Rausch. Diesmal bringt er den Ball auf Brasnic und der lässt dann Flauder auch keine Chance und trifft zum 2:0 für den BFC Dynamo. Für Marc Brasnic ist es das 10. Saisontor. Jetzt läuft unsere Mannschaft schon 2 Toren hinterher, bekommt aber nach dem Foul an Raphael Brandt einen Freistoß in Strafraumnähe. Die Gäste stellen noch die Mauer, da reagiert Timur Gajret und führt den Freistoß ganz schnell aus und er ist drin. Da ist er, der Anschlusstreffer für unsere Mannschaft. Gajret hat da gesehen, dass Händel noch die Mauer stellen will und hat das für sich ausgenutzt. Nach dem Tor will unser FC Viktoria noch mehr und zum Ausgleich kommen. Und es sollte auch noch weitere Chancen geben. Der Kopfball von Timur Gajret ist dann aber zu ungefährlich. Ein 3. Tor von den Gästen wäre die Entscheidung, aber Flauder ist zur Stelle und hält den Schuss von Marcel Rausch. Nichtsdestotrotz spielt die Zeit gegen unsere Elf und es läuft schon die 90. Minute. Der eingewechselte Timo Gebhardt kommt zur Grundlinie durch. Bringt den Ball herein, hinten ist dann Batikan Yilmaz, der zum Abschluss kommt, aber damit auch kein Glück hat. Das war's dann, es bleibt bei der 1:2 Niederlage gegen den BFC Dynamo
der damit an unserem FC Viktoria in der Tabelle vorbeizieht. Weiter geht's dann am kommenden Samstag bei Rot-Weiß Erfurt. Hier noch die Stimmen zum Spiel. Doch, wir sind gut reingekommen. BFC tief gestanden. Wir haben das Spiel ordentlich gemacht. Wir müssen auch mit, ich glaube, ein, zwei guten Chancen in Führung gehen, machen die Tore nicht. Dann laden wir den Gegner das erste Mal ein, Tor zu machen. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus, machen wieder ein gutes Spiel. Dann sind wir wieder dran, müssen eigentlich wieder ein Tor machen. Dann lädst du den Gegner wieder ein, dann steht es 2-0. Damit musst du dann umgehen können, machen wir es 2-1. Haben wir noch die ein oder andere Chance zum Ausgleich, machen sie nicht. Also ich glaube, was die Ballbesitzanteile gerade erste Halbzeit betraf, haben wir einen wirklich sehr guten Fußball gespielt. Ja, wir waren auch müde nach der Pokalschlacht am Mittwoch. Wir müssen 1-0 in Führung gehen. Kriegen dann unnötig wieder in so einer Situation. Ich glaube, nach 20 Minuten haben wir das erste Mal BFC aufs Tor geschossen. Kriegen dann unnötig das 0-1. Und das ist im Moment etwas, was wir einfach nicht in den Griff kriegen, dass wir wieder mal einen hohen Aufwand betreiben müssen, um zum Spiel zurückzukommen. Er pfeift den Elfer. Es gab auch Situationen, wo wir keinen Elfer bekommen haben. Er hat auf jeden Fall dafür entschieden. Und dann muss man in unserer Phase das Ding mal reinschießen. Wir haben eine ganz klare Absprache, wer den schießt. Hier ist es so, dass eben jemand sich persönlich über die Absprachen gestellt hat. Das muss man dann schon machen, da muss man auch reinschießen. Das ist nicht passiert. Wir konnten mit Nick Schakowski, war zwar auf der Bank, aber den konnte ich gar nicht einsetzen, weil er verletzt ist. Haben wir dann relativ geringe Patronen, die haben wir dann versucht, alles nochmal zu nutzen, was wir haben. Kommen dann sicherlich zurecht auf das mit 2-1 ran. Haben dann ein bisschen Hoffnung, haben mit Batikan jemals eben nochmal zum Glück eine Chance. So, dass man auf jeden Fall diesen Punkt, den wir haben wollten, hätte erreichen können. Aber letztendlich ja, muss man dann in einem Spiel, wo man auf Augenhöhe spielt, dann auch die Details eben sauberer arbeiten. Das haben wir heute nicht getan.